Erik, wir drehen zusammen eine Dokumentation über die Suche nach der Zukunft der Kunst. Ich werde mich auf diese Suche begeben und du wirst mich begleiten. Und wir fangen jetzt an in deiner Ausstellung. Redox. Wir sind auf der Suche nach der Kunst der Zukunft, nach deiner Zukunft und nach meiner Zukunft auch noch. Was mich an Kunst immer abgeschreckt hat, ist die Materialität. Dass man sich um diese Sachen sorgen muss, ihren Erhalt. Und in deinen Bildern, da geht es ja erstmal um die Vernichtung von Materie. Also nicht an sich, die Materie ist ja nicht weg, aber das, was man an ihr, man hat sie in einer bestimmten Weise präpariert, sodass sie eine Zeitung wurde und dass sie Informationen speichern kann. Und jetzt ist die Information gerade dabei, zu verschwinden. Sie verschwindet ja nicht, die geht nur in einen anderen Aggregatzustand sozusagen über. Fragmentierter und für den Moment wieder konserviert. Aber als ich die Konservierung vorgenommen habe, also die Fotografie erstellt habe, hat ja dann in dem Moment der Verfallsprozess gleich wieder begonnen. Ich hab das Gefühl, wenn ich hier ein Kunstwerk der Zukunft finde, dann muss das da eine Lösung versuchen. Eine Lösung, das Vergehen zu umgehen? Nee, für mich ist ja beides problematisch. Also ich finde es schlimm, wenn Sachen verfallen, aber auch wenn sie bleiben. Ich habe ein grundsätzliches Problem mit Besitz. Also richtig problematisch wird es, wenn ich selber etwas erstelle. Bei den Büchern bleibt ja eben, das hast du auch, da bleibt ja auch eine, natürlich, ich weiß genau von Fehlern in den Büchern, wirklich Fehlern. Aber ein Kunstwerk könnte ich vielleicht doch eins schaffen, das fehlerlos ist, ja, makellos. Völlig makellos ist. Das fände ich gut. Das scheint mir viel eher möglich, aus dem Grund, was ja, dass Kunst so einfach sein kann. Nach dieser Ausstellung, wenn wir diese Reise miteinander unternehmen und diese verschiedenen Menschen treffen, diese Leute, ist das auch ein Versuch für mich, mir diese Frage zu beantworten. Wie geht das weiter? Wo geht's hin? Zunächst mal bin ich ja derjenige, der sich hier exponiert. Ja, ich bin Schriftsteller, schreibe und sage plötzlich, ja, ich mache jetzt Kunst. Und nicht nur irgendwie, ich mache mal so ein bisschen klein rum hier. Ich mache es gleich richtig ordentlich. Andererseits kann ich natürlich immer an einem bestimmten Punkt und am Ende sagen, naja, tja, war halt nichts. Aber war ein netter Versuch, ja. Ich finde es gut, die Kunstwelt findet Scheiße, auch egal, ich schreibe halt weiter Bücher. Während du zunächst ja dich nicht so exponierst, du schaust erstmal, guckst mir zu. Ja, ich bin Don Quixote und du bist Sancho Panza, ja? Bonnie und Clyde, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt.